Freunde, wir sind hier im Landkreis Lügow-Dannenberg, ein Paradies auf Erden. Ah, ist das hier schön. Ich sitze hier auf einer abgeholzten Kiefer oder Eiche, ist eine Eiche. Macht nichts, wir haben hier einen Heiderest und einen Magerrasenrest. Und diesen Magerrasenrest, das wollte ich zeigen, mit einer Reihe von sehr, sehr interessanten Arten, die wir zum Teil in Niedersachsen nur hier haben, weil wir hier gerade noch östlichen Einfluss haben. Dann haben wir hier auch eine Besonderheit für ganz Deutschland, aber in Niedersachsen nicht ganz so selten. Das ist der Sandthymian. Wir haben den Arzneithymian und den Sandthymian. Und dieser zierliche, kleinere mit den schmalen Blättern, das ist der Sandthymian. Fängt gerade an zu blühen, hat er extra gemacht für uns. Der hat gewartet, ja. Sehr akkurate Pflanze. Hier auch noch große Teppiche, aber noch nicht alles in Vollblüte. Da kann noch mehr kommen, kommt auch noch in den nächsten Wochen, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr schöne Pflanze, die wir im Westen von Niedersachsen auch noch an der Ems haben, aber sonst sehr stark im Rückgang. Brauchen alle extensive Heiden mit wenig Nutzung, mit Beweidung. Wenn hier mal ein paar Schafe drauf kämen, wäre das auch gut. Dann eine besondere Art, die wir auch im Osten von Niedersachsen viel haben, in Bremen zum Beispiel ganz selten, aber auch auf vielen Inseln. Das ist der ausdauernde Knäuel. Diese schneeweiße Pflanze sieht aus wie das Harzer Labkraut, von oben ist es aber nicht. Viel, viel seltener. Wunderbare Pflanze hier mit dem Gelben, das ist der Mauerpfeffer, der Milde. Nicht der scharfe häufige, sondern der seltenere Milde. Milde Mauerpfeffer, der früher auch in Niedersachsen auf der roten Liste war, jetzt runtergekommen ist. Wir haben hier, wenn er auftritt, doch große Bestände. Aber das Besondere ist hier dieser ausdauernde Knäuel. Schneeweiß, der hat keine Blüten, das sind keine Blütenblätter, das sind Kelche. Der verfärbt seine Kelche am Rand schneeweiß und lockt so Insekten an oder sorgt für Aufsehen. Denn wir Botaniker wollen ja auch gucken, wir sind mitunter ja auch nicht ganz mehr ganz mit den Augen bei Gange und dann fällt diese Pflanze sehr gut auf durch diese weißen Umrandungen. Wenn er die nicht hätte, würde man die Art noch viel mehr übersehen, die man jetzt auch schon häufig übersieht. Jetzt ist Juni, Junizeit ist Knäuelzeit und der ausdauernde Knäuel, rote Liste 3, also gefährdet, zeigt sich von seiner besten Seite. Dann haben wir hier noch eine ganz besondere Art, das ist der Berghaarstrang. Der Berghaarstrang blüht im Juli und August. Wir sind jetzt noch hier im Juni und da kommt die Art gerade erst. Das ist eine Pflanze, die hier schon wieder blühen will. Alle anderen sind noch in der Rosette. Das nennen wir Rosette, das sind die Grundblätter. Ja, die sind so gefiedert, so möhrenartig. Aber eine hat sich schon raufgereckt und der Berghaarstrang ist eine ostdeutsche Art. Ist in Niedersachsen, ist in Deutschland nicht gefährdet, weil wir in Mecklenburg-Vorpommern große Bestände haben, auch auf Usedom. Die Art habe ich vor vielen, vielen Jahren um Berlin kennengelernt, hat mich total begeistert. Dieser Fenchelverwandte Berghaarstrang kommt hier in Niedersachsen, vor allem im Landkreis Lügow-Dannenberg, an vielleicht noch 30, 40 Stellen vor. Ist eine stark gefährdete Art hier, weil wir diese Biotoptypen nicht mehr haben. Und das Tolle ist, hier sorgt der Mensch dafür, dass diese Arten hier ein Überleben haben. Hier nochmal der Hof. Die Gölze werden rausgehauen und wenn man hier ab und zu Sand wegnimmt, ist das total in Ordnung. Es sind auch viele Flechten hier noch und das ist ein Biotoptyp vom Menschen gemacht, durch Menschen erhalten. So soll es sein. Hallo liebe Leute, wir sind weitergezogen, immer noch im Landkreis Lügow-Dannenberg und wir haben hier eine Rakete, die astlose Graslilie. Die wächst hier in einem total trostlosen Kiefernwald am Hang. Man sieht das hier. Mit Eberesche, mit jungen Birken, mit einzelnen Eichen, ein Forst, mit ganz viel Drahtschmiede, das ist das Gras hier vor uns. Das macht sehr vieles dicht und unterdrückt andere Arten. Aber wir haben hier die astlose Graslilie, eine super seltene Art, vom Aussterben bedroht in Niedersachsen, Antericum ramosum. Und wir haben Glück, total in toller Blüte. Man könnte meinen, man wäre irgendwo am Strand im Mittelmeergebiet. Mit dieser Lilie, mit den bläulichen Blättern hier. Ich könnte ausrasten, wenn ich das sehe hier, diesen Aspekt, diese Blüte, wunderbar. Und wir zählen die jetzt mal, denn das ist hier eine Art, da geht es um jede einzelne Pflanze in Niedersachsen, da führen wir Buch drüber. Die Art hat eine Sonderliste, die ist gar nicht zugänglich für den normalen. Das sind hier 1, 2, 3... 5 Stück mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 Blütenständen. 5 Pflanzen, 27 Blütenstände. Und wir haben hier noch eine Küchenschelle. Die gewöhnliche Küchenschelle hat schon geblüht, fruchtet. Ist eine stark gefährdete Pflanzenart in ganz Deutschland. Nimmt die stark ab und wir kümmern uns in Niedersachsen um jede einzelne Pflanze. Man sieht das hier, das ist ein bisschen freigelegt, die soll aussamen. Die Ameisen sollen die Samen herausbringen und hier noch weiter verteilen. Da warten wir drauf. Das ist aktiver Naturschutz, indem man den Boden öffnet. Und ich bin auch aktiv heute, ich habe richtig gut gefrühstückt. Und man glaubt es nicht, der Förster hat nichts Besseres zu tun, als hier noch Douglasien zu pflanzen. Fichte, Förster, fürchterlich. Das muss raus. Ja, der hat überhaupt keine Ahnung. Der pflanzt hier tatsächlich Nadelbäume hin, Douglasien, die überhaupt nicht hingehören. Und da müssen wir eingreifen. Das mache ich immer, egal wo ich bin, raus mit dem Mist. Dieser Standort hier ist seit Jahren bekannt, seit Jahrzehnten, aber es spricht sich nicht rum. Und deswegen müssen wir hier sein und deswegen müssen wir uns hierfür einsetzen.